Der Liederzyklus Frauenliebe und Leben ist deswegen so besonders für mich, weil er einer der wenigen Zyklen im Repertoire ist, der eine Liebesgeschichte aus der Perspektive der Frau erzählt. Ich selber habe lange einen Bogen um diesen Zyklus gemacht, weil das Klischee kursiert, dieser Zyklus sei nicht zeitgemäß und würde ein Frauenbild vermitteln, das nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Als ich aber begonnen habe, mich selber damit zu befassen, war ich so tief berührt davon, dass ich alle Vorurteile in den Wind geschossen habe und einfach begonnen habe zu fühlen. Und ich glaube, das ist das zentrale Thema dieses Zyklus. Es geht um große Gefühle und nicht um irgendein Frauenbild, das erzählt wird. Es geht um die Gefühle einer jungen Frau, die durchs erste Verliebtsein geht, die durch Mutterschaft geht, die durch Verlust ihres geliebten Partners geht. Und das sind Gefühle, die betreffen jeden Menschen und das ist nichts, was vor 200 Jahren verwirkt ist.